Frechheit siegt nicht immer. Als Jungtorwart Luca Blokmann zu seinem Noteinsatz für Werder Bremen auf den Platz kam, marschierte er erstmal zu Eintracht-Stürmer Sebastian Haller. Er hat Haller einen Spruch reingedrückt, sagte Werder-Manager Frank Baumann nach dem 2:1 in Frankfurt. Der Franzose stand zur Ausführung des Strafstoßes bereit, den Bremens Stammkeeper Jiří Pavlenka verursacht und sich dabei am Kopf verletzt hatte. Wir hatten eine Idee, Haller aus dem Konzept zu bringen, erklärte Baumann. Es zeuge vom Selbstbewusstsein des 18 Jahre alten Bundesliga-Debütanten, dass er sich getraut habe, den gestandenen Profi Haller zu verunsichern, allerdings ohne Erfolg, er traf zum zwischenzeitlichen 1:1. Dass der erste Schuss drin war, da konnte er nicht